Hi ihr Wundervollen! Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, denn ich verreise bald und zwar nach Thailand. Vielleicht habt ihr schon in meinem letzten DM-Haul mitbekommen. Wenn nicht, ich verlinke ihn euch nochmal hier. Da habe ich alle Sachen gezeigt, die ich so für den Urlaub gekauft habe. Und jetzt geht es halt wirklich gleich los und ich wollte euch gern zeigen, was ich so in meinem Handgepäck habe für den langen Flug. Denn ich fliege ja einmal nach Doha und dann von Doha nochmal nach Bangkok. Also es ist ein richtig, richtig langer Flug. Ich bin lange unterwegs und ich dachte, ich zeige euch, was ich alles so mit habe. Also erstmal, was ich als Handgepäck nehme, ist einfach so ein ganz schlichter Rucksack. Der ist von der Telekom sogar. Ich weiß nicht, war so ein Werbegeschenk. Auf jeden Fall ein ganz schlichter Rucksack. Da mache ich alles rein. Und dann ist natürlich so, finde ich, mit das Wichtigste bei einem langen Flug, dass man Entertainment dabei hat. Und zwar habe ich einfach meinen Kindle dabei. Ich verlinke den euch mal in der Infobox. Das ist der Paperwhite Kindle. Finde ich jetzt für eine Reise ganz praktisch. Da sind super viele Bücher drauf. Da kann ich mich gut unterhalten. Auch, zum anderen habe ich noch von Reisen-Know-How das Kauderwelsch-Thai-Wort für Wort dabei, dass ich nochmal so ein paar Wörter mich irgendwie so mir auffrischen kann. Ich habe ja schon eine Zeit lang Thailändisch gelernt, so ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Redewendungen und kann das nochmal auffrischen. Außerdem will ich es halt dort dabei haben, wenn ich irgendwas auf Thailändisch sagen möchte. Und dann habe ich einfach noch meinen Thailand-Reiseführer der Süden dabei. Dann kann ich einfach nochmal im Flugzeug so ein bisschen nachlesen, ein bisschen schon mal überlegen, wo es hingehen soll. Was auf einer Reise für mich auch nicht fehlen darf, sind so Hygienetücher. Oder ich habe jetzt hier von Evelyn diese 30 feuchten Tücher. Die sind super für die gesamte Reise, also sowohl im Flugzeug als auch später. Deswegen kommen die mit, wenn man nach dem Essen sich die Hände irgendwie abwischen möchte. Ansonsten habe ich hier noch von Evelyn 20 feuchte Waschlappen dabei. Die hatte ich auch letztes Mal in Thailand dabei. Die sind super, denn ihr könnt einfach unterwegs mal euer Gesicht damit abwaschen, wenn ihr keine Waschmöglichkeit habt. Deswegen kommen die auf jeden Fall mit. Was gibt es Schlimmeres, als wenn man irgendwie 15 Stunden oder mehr unterwegs ist, 20 Stunden vielleicht sogar, und sie nicht die Zähne putzen kann? Finde ich ganz, ganz furchtbar und ich finde, Zähneputzen gibt einen immer total den frischen Kick. Deswegen habe ich hier die zwei Reisezahnbürsten drin. Also ich verreise ja nicht alleine, sondern wir sind zu zweit mit meinem Freund. Ihr kennt ihn ja aus den ganzen Intros. Auf jeden Fall Reisezahnbürste und eine kleine Reisezahnpasta. Dann kann ich mir immer zwischendurch die Zähne putzen. Das ist wirklich Gold wert. Vergesst das auf keinen Fall. Und dann habe ich hier auch nochmal so ein Beutelchen. Das sind einfach so Gefrierbeutel mit einem Zipper oben. Kann ich euch total empfehlen. Und in dem Beutel sind dann nochmal so Sachen wie ein Hygienehandgel. Dann von Balea diesen Aqua-Augen-Roll-On. Super geil. Da kann man über die Augen gehen. Der kühlt total und pflegt die Augenpartie schön. Das ist auch meine Augencreme dann quasi für den Urlaub. Dann habe ich hier noch Kaugummis drin. Dann sind hier noch Zahnstocher drin. Für die ganze Reise super wichtig, Zahnstocher finde ich dabei zu haben. Dann ist hier von Sebamed die Vitamin-E-Creme drin, damit ich einfach im Flugzeug mein Gesicht nachcremen kann. Dann ist dann noch eine kleine Handcreme drin und ein ganz kleines Waschgel von Nivea, also diese In-Dusch-Waschcreme, die soll ja sehr, sehr sanft sein. Auch super, um sich unterwegs das Gesicht zu waschen. Und ein Labello noch. Ah ja, und hier noch das Aufbewahrungsding hier für meine Kontaktlinsen. Falls ich die im Flugzeug mal raustun muss, weil sie mich stören, dann habe ich das alles hier drin. Nimmt nicht viel Platz weg. Alles in Reisegrößen. Kann ich euch total empfehlen, dass ihr alles in Reisegrößen bei DM kauft. Und dann kann man das hier mitnehmen. Dann noch ein kleines Plastiktütchen. Da sind Hefte drin. Und zwar so ein kleines Heft. Das nehme ich als Reisetagebuch. Das schreibe ich einfach jeden Tag rein, was passiert ist. Super, super genial. Kann ich euch auch total empfehlen, weil man vergisst Dinge. Und wenn man das dann hinterher irgendwann nochmal durchliest, das mache ich immer mit meinen alten Reisetagebüchern, dann ist es, oh, weißt du noch, das und das ist passiert, total genial. Man kann auch die Ausgaben da reinschreiben, nochmal wichtige Adressen oder Telefonnummern. Auf jeden Fall nehme ich das mit zwei Stiften und dann dahinter noch so ein normales Heftchen. Für mich einfach, wenn ich Ideen habe im Urlaub für YouTube oder so, dann kann ich die da alle notieren. Und ein letztes kleines Säckchen oder ein etwas größeres Säckchen. Da muss ich aber noch die Luft rauslassen und so richtig eng das zusammen machen. Da ist ein Bikini drin, dann eine kurze Jeanshose und dann noch Unterwäsche für zwei Tage. Denn ich möchte einfach vorsorgen, falls mein Rucksack verloren geht oder zu spät ankommt, habe ich schon mal die wichtigsten Sachen dabei. Ich gehe nicht davon aus, es ist noch nie passiert. Aber ich finde es irgendwie praktisch, wenn man das schon mal so im Rucksack dabei hat, nimmt nicht viel Platz weg und ist auch vor allem nicht schwer. Das waren jetzt alle Sachen, die einfach in den Rucksack kommen, die jetzt nicht ganz so wertvoll sind. Und für die richtig wertvollen Dinge haben wir dann so eine Bauchtasche, die ist von PackSafe. Ich verlinke die euch mal in der Infobox, denn auf Amazon kostet sie nur 54 Euro und im Laden haben wir jetzt 64 gezahlt. Aber wir waren einfach zu spät dran, als dass wir sie hätten noch bestellen können. Und die ist wirklich super. Zum einen ist sie sehr geräumig, man kann die Dinge sehr gut unterbringen. Zum anderen ist sie halt, und das ist das Wichtige daran, gesichert. Das heißt, überall hier in den
Stoff eingearbeitet ist Draht. Das heißt, man kann die Tasche nicht einfach durchschneiden. Außerdem ist dieser Bauchgurt, also der um den Bauch kommt, auch nochmal verdrahtet. Man kann auch den nicht durchschneiden. Hier dieser Clipper zum Verschließen ist auch nochmal extra gesichert. Man muss zwei Knöpfe drücken, um das aufzubekommen. Und dann auch nochmal diese Reißverschlüsse hier, die hakt man in Karabinerhaken nochmal ein und sind auch gesichert. Das heißt, Taschendiebe kommen nicht einfach so schnell an die Sachen ran. Natürlich muss man immer auf die Sachen aufpassen, gar keine Frage, aber es ist einfach ein bisschen sicherer. Und in dieser PackSafe-Tasche haben wir dann einmal so einen Beutel, das ist ein wasserdichter Beutel. Da sind einmal und eigentlich unsere ganzen Dokumente drin. Also einmal unsere Ausweise, dann unsere Buchung für Bangkok für das Hotel. Das ist ja das Einzige, was wir vorgebucht haben. Den Rest machen wir spontan. Und dann sind da noch unsere Flugtickets drin. Und das ist hier alles drin. Zack und rein in die PackSafe-Tasche. Außerdem ist da hinten noch drin in einem kleinen Fach unsere Speicherkarten. Wir nehmen drei Speicherkarten mit 32 GB, damit es auch ja langt, damit wir ganz, ganz viel für euch filmen können und ganz viele Eindrücke für euch einfangen können. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Teil. Und zwar ist das unsere Kamera, die wir mitnehmen. Also nicht die große, mit der ich jetzt gerade filme, denn wir sind einfach sehr schlicht und einfach unterwegs als Backpacker. Da wollen wir eine kleine Kamera mitnehmen und da haben wir von Nikon die Coolpix. Auch die verlinke ich euch in der Infobox. Ich finde die super für Follow Me Arounds und dafür werde ich sie benutzen im Urlaub und natürlich auch für Fotos. Und dann ist vorne nochmal ein kleiner Mini-Geldbeutel drin, wo einfach unser Geld für den Tag nochmal reinkommt, das wir immer so brauchen. Und das ist dann alles in dieser PackSafe-Tasche drin und die kann man immer mitnehmen und die ist wirklich, wirklich super. Ich gebe euch schon mal eine kleine Vorschau. Als nächstes kommt nämlich ein Video, wo ich euch zeige, was ich für den Langstreckenflug anhabe. Schaut auch da unbedingt rein. Und natürlich kommen auch noch Videos, was ich so an Pflege mitnehme und Kosmetik und was ich an Kleidung mitnehme. Das kommt dann nächste Woche auf jeden Fall. Also abonniert meinen Kanal, damit ihr diese Videos nicht verpasst. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Cozy House.